So, ich würde jetzt mal in dieser Runde mal den einzigsten Charakter wählen, den ich noch nicht probiert habe. Den Zwergengrenzläufer Bardin Goregson. Ich finde den Namen sehr schön. Goregson klingt gut. Ja. Der ist bestimmt der Sohn. Ich wette, sein Vater ist Gorek. Meinst du? Ja. Du bist ein Fuchs. Aber warte mal hier. Das Zimmer mit den Spielfiguren, das war das Zwergenzimmer. Das war gar nicht das Soldatenzimmer. Ach so? Echt? Nee, Moment. Hä? Hier hängt eine Waffe. Nee, ich bin jetzt als Zwerg in dem Soldatenzimmer aufgewacht. Kann das sein? Das kann auch sein. Das ist ein Bug dann vielleicht. Der Zwerg hat ja so ein Doppelstockbett, wo oben die Bierfässer drauf liegen. Nee, stimmt. Das soll ich nicht. Ich bin als Zwerg im Soldatenzimmer aufgewacht. Ja, okay. Das ist dann ein Bug einfach. Passiert manchmal. Keine Sorge, du kriegst gleich dein richtiges Zimmer, sobald ich meinen Charakter wieder... Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei der Elfe, weil ich mag die richtig gerne. Und deshalb, wenn ihr die anderen sehen wollt, dann... Der McGrath wechselt ja gerade regelmäßig durch. Also ihr könnt auch beim McGrath mal gucken. Dann könnt ihr den Zwerg nochmal in Action sehen. Boah, hier ist eine Tür aufgegangen. Die war vorhin noch nicht offen. Echt? Wo denn? Ah ja, stimmt. Ja, das gehört zum Spiel dazu. Dass du kriegst du nachher noch so ein bisschen neue Bereiche. Also wenn du das richtig existierst, auch mal Eingang meinst du, ne? Vorne. Ja, genau. Genau, ja. Das ist aber nichts Besonderes. Das ist aber ganz geil. Das ist später, wenn du hinten zum Keller gehst, da geht später wohl auch nochmal ein Weg auf, habe ich gelesen. Da musst du aber auch echt alles spielen. Da kannst du später irgendwie da oben lang. Da ist oben so ein Weg, wo du jetzt noch nicht hochkommst. Im Keller. Ja. Da geht dann später irgendwie nochmal eine Tür auf oder führt irgendwie eine Treppe hoch oder so, dass du dann da hinten nochmal hin kannst. Oh, und das Feuer lodert heller als vorhin und der grüne Mond scheint durchs Fenster. Das ist auch neu. Der grüne Mond ist tatsächlich neu, ja, das stimmt. So, unglaublich. Warte mal, ich versuche dich nochmal einzuladen. Oder kannst versuchen, bei mir beizutreten, auch wenn du magst. Oh ja, das kann ich mal machen, warte mal. Die Möglichkeiten sind... Ich glaube, ich kaufe mir auch mal diese Kleidung. Schön. So, willst du mir eigentlich noch meine Einladung schicken, weil die letzte ist 2 Stunden alt? Ja, hab sie dir geschickt. Nein, ich habe beitreten gedrückt. Egal, bist du jetzt der Host. Der Horst. Ach so, laufen das erklärt einiges. Siehst du mal. Ja. Moment. Schalalala. So, jetzt gucken wir mal. Liebe Elfe, komm mal her. Mission wählen. Ach, cool, der Markus spielt mit, ne? Das ist ja cool. Wir haben hier sein Zimmer. Der Markus spielt mit. Hier ist auch seine Waffe und sein Schild. Was für Markus? Ja, der Soldat, der spielt doch mit. Hier ist sein Zimmer. Ja, da bin auch ich rausgekommen. Ach so. Oh. Okay, ach so, ist das Zwerg. Du bist komisch. Ja. So, welche Mission soll ich denn auswählen? Die nächste Mission wäre, glaube ich, Waffen, irgendwas mit Waffen, irgendwas mit Geschütz, schweres Geschütz oder irgendwie so. Auf jeden Fall Abenteuer. 8% überstanden. Yep, das hängt auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Das heißt, du musst halt im Endeffekt um 100% zu haben, auf maximalen Schwierigkeitsgrad alle gespielt haben. Achso, jetzt warte mal. Pass auf, jetzt gehen wir mal durch hier. Pass auf, Wir hatten das Horn des Magnus, Angebot und Nachfrage hineingeschmuggelt, der Magierturm, Schwarzpulver, Kriegsmaschinen, das ist das nächste. Genau, das ist das nächste, ja. Kriegsmaschinen auf normal? Fragezeichen? Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist relativ groß, das Ding, aber ich glaube, das schaffen wir nochmal, dass wir das rechtzeitig durch haben. Gut. Achso, ich habe jetzt auf öffentlich gemacht. Sollte ich das nicht machen, ne? Nee. Also wir können dann machen wir auf öffentlich. Das lass mal machen. Wir werden es dann sehr wahrscheinlich nicht schaffen, aber das ist nochmal so, um uns selbst und unseren Zuschauern nochmal zu beweisen, dass man Spiele einfach nicht mit über Schnellsuche gefundenen Spielern spielen kann. Das ist eine gute Idee. So, soll ich das Spiel denn schon mal starten, obwohl wir noch keine Mitspieler haben, oder wie ist das? Mach einfach. Die kommen dann einfach ins laufende Spiel mit rein, wenn die ein Spiel suchen. Das ist ja toll. Wir haben so lange Bots. Das heißt, es wird so lange funktionieren, bis dann Spieler reinkommen. Ja, so kurz vorm Endgegner, ne? Bei uns gestern auch irgendwie so. Die ganze Zeit hat es funktioniert. Wir hatten einen Bot. Irgendwann auf einmal war der Bot richtig dumm. So, der hat sich total sinnlos verhalten, ist an den Arsch der Welt gerannt, ist immer vorgelaufen und war nie mehr in unserer Nähe. So, und dann haben wir überlegt, so, was ist denn los? Und dann ist uns aufgefallen, das ist kein Bot mehr. Das ist jetzt ein Spieler. Ja, genau. Okay, also in dieser Mission geht es darum, dass die Skaven, die haben anscheinend irgendwelche Älteren auch, die ein bisschen intelligenter sind und die fangen jetzt an, hier Kriegsmaschinerien zu bauen und dessen müssen wir diese zerstören. Das heißt, es geht jetzt tatsächlich mal aus der Stadt raus und in die Wälder hinein. Oh, Natur. Yep, da fühle ich mich dann so ein bisschen heimischer. Du bist ein Waldkind, ne? Mhm. Das sind ja auch Elfe. Ach so, das meinst du.
Nee, aber ich mag tatsächlich auch lieber eher so ein bisschen. So wie du halt, so wie du lebst, finde ich eigentlich am coolsten. So Innenstadt finde ich eigentlich nicht so geil. Ich finde so Stadtrand oder halt so Kleinstadt oder so finde ich eigentlich am besten. Mag ich am liebsten. Oh, guck mal, voll das hübsche Haus. Wollen wir da zusammen einziehen? Ja, vielleicht ein bisschen Farbe an die Wand, dann ist das wie neu. Genau. Und eventuell vielleicht nochmal ein Bettchen rein, das fehlt noch. Aber eigentlich reicht in so einen Sack auf dem Boden. Und guck mal, wie groß das ist, ne? Wenn man drin ist, hat man das Gefühl, das wäre unbegrenzt riesig. Du bist ein Dummquatscher, Danke. So, ich folge dir mal in den Tod. Ja. Na, kleiner Mann, hast du Angst? Aber keine Sorge, ich passe auf dich auf, kleiner Mann. Keine Angst. Ich hab dir das nicht verstanden. Richtig gut. Ach, Rattenschnetzeln im Wald ist doch einfach immer wieder was Herrliches. Ja, das stimmt. So. Aber was ich ganz geil finde, ist, dass du, wenn du mal doch mit dem Zwerg zum Beispiel deine Axt irgendwo reinhaust, dass du so ein bisschen Ragdoll hast, also der braucht halt einen Moment, um die aus dem Körper rauszuziehen dann. Ah, okay. Merkst, also musst du einfach mal ausprobieren, wenn du gerade nicht in Massen von Garten stehst, dann sieht man das auch. Dann siehst du das auch, dass der halt dann echt mal so einen kleinen Moment braucht, um wieder rauszuziehen, die Axt. Da hat es aber kurz geruckelt hier, du. Ja, genau das meine ich. Bin ich bei mir? Ja, okay. Das hat nicht mehr vorhin. Da oben sind Soldaten. Ich warte mal, ich versuche mal meinen Bogen irgendwie was zu erreichen. Da war ich echt kein Instant-Kill mit dem Headshot, das verstehe ich nicht. Ja, weißt du, eben du erzählst die Geschichte. Ich habe es noch nicht einmal selbst erlebt, noch nicht einmal gesehen. Ich glaube, du erzählst hier Ich habe Märchen. es mit dem Zwerg schon geschafft, also die Armbrust scheint mehr Schaden zu machen als der Bogen. Du Vielleicht träumst liegt es auch an davon dem Bogen, den wahrscheinlich. ich habe. Aber es gibt ja auch verschiedene Bögen. Vielleicht ist es so ein schwacher Bogen, der viele Pfeile hat, so ein Kurzbogen oder sowas. Und halt dich mal, hier ist Heiltrank, McGrath, du brauchst es dringend. Und ich glaube, es gibt auch einen Bogen, damit hast du nur 30 Pfeile und der macht dafür wesentlich mehr Damage. Kacke. Hooker, 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 der hat. Kacke, Alter, wo zieht er den denn hin? Ich metze mich durch, ich metze mich durch. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Oh, da ist noch einer gehuckt. Kacke, Mann, was geht Nein! hier ab? Okay, hab ich. Alles gut. Der Der ist gerade erst mal der Anfang, Metzelzwerg ne? ist unterwegs! Nehmt wo ist Markus hin? Ist er da Markus? weg? Markus? 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 Ah, es ist Spieler. Deswegen er ist ist ein er kurz weg Spieler. gewesen. Ist ersetzt Jetzt geht's worden. abwärts. Hallo Markus. Ja. T-Spieler 1 heißt der. Ist aber schon Level 16, der spielt schon ein bisschen. Dass Ist ja eventuell auch immer weiß, so wie man sich verhalten faszinierend, irgendwie sollte. so ein bisschen so die Nicknamen der verschiedenen Spieler, die man so Ja, trifft, das oder? stimmt, das stimmt. Ja, finde ich auch. Faszinierend. Ja, mal sehr. Warum nennt man sich T-Spieler-1? Wahrscheinlich gab es schon einen T-Spieler 1 ohne Unterstrich und Nee, ja. Sehr gute Antwort. Oh, ist ein Gunner, oh, ist ein Gunner, Vorsicht. Ich glaube hinter uns. wo? Ja, hinter uns oben. Er ist sehr weit Oben? weg, das trifft er recht schlecht. So, so eine Aussage oben. Und man sieht ihn doch. Die Süße da, wo es leuchtet. Ich bin gehuckt, ich bin gehuckt. Kann mich einer holen? Wo leuchtet da was? Na Ich sehe gut, gar nichts danke. leuchten. Okay, ich mache ihn schon. Alles kein Ding. Da oben also bei mir leuchtet da nichts. Er leuchtet halt, weil er schießt. Das meine ich mit, das leuchtet. Ach. Ich glaube, ich war zu nah einfach an den Felsen gestanden, deswegen habe ich sein Das kann auch Mündungsfeuer sein, nicht ja. gesehen. Aber Das es ist immer noch kann ein sein. Unterschied, ob man sagt, ein Charakter, ein Gegner leuchtet Ja, oder man sieht sein es tut mir leid. Mündungsfeuer, ne? Es tut mir leid. Ich war gerade konzentriert in dem Moment. Ich gebe mir Mühe, das eindeutiger zu formulieren. Vorsicht, Soldaten wieder vorne. Kommandanten. Du musst bei denen auf den Kopf zielen, dann kannst du sie one-hitten. Es kommt auf die Waffe an. Ha! Hör auf zu stinkern. Oh, Kacke. So, nehmt das und das und das. Heute gibt's Axt für alle. Uah.
Oh, ist hier schönes. Geschenke, Geschenke. Muni, das nehme ich mir mal, wenn es okay ist. Verbandszeug liegt hier. Und das, Heilung, das nehme ich mir auch einfach mal. Ja. Okay. Ja, der T-Spieler kennt sich aus, der hat gerade sein Verbandszeug gegen Heiltrank eingetauscht. Ja, das hätte ich sein können, herrlich. Okay, gehen wir runter, oder? Ich schieße von oben noch ein paar Köpfe weg. Das ist Gift, Vorsicht. Ist da irgendwo ein Soldat oder so? Oh ja. Kacke, das Gift, Vorsicht, Vorsicht, Gift. Ich bin fast tot, scheiße, ich muss mich heilen. Komm. Oh, danke, okay, ich nehme alles zurück, ich habe tatsächlich eben einen Soldaten mit der Armbrust gewonnen-hittet. Siehst du, es geht. Das kommt auf die Waffe an. Du musst einen Kopftreffer machen und nicht den Helm treffen. Ganz genau. Und, ich glaube, mein Bogen ist zu schwach, deswegen hat der auch 80 Schuss. Ich habe mich schon gewundert, warum der so viele Pfeile hat. Das bin ich eigentlich nicht gewohnt. Ich dachte immer, der hat bloß so 30 oder 40. 80 brauchst du echt nicht, ne? Du findest so oft Muni. Also wenn du jetzt nicht wirklich dauerhaft mit dem Bogen auf alles schießt, was sich bewegt, dann brauchst du den nicht so oft. Das stimmt, absolut, ja. Warte mal, hinten gibt es einen Seitengang. Da gibt es Loot. Gerne mal, nicht immer, aber gerne. Ach, ihr seid schon da unten, ich bin noch ganz oben auf dem Felsen. Scheiße, komm mal dringend her, wenn dich da oben der Oger erwischt, bist du am Arsch. Komm runter zu uns, so halt sofort. Und außerdem ist hier ein fetter Oger. Wie kommt man da runter? Ah, springen. Oger! Habt ihr wieder einen Oger angelockt, ja, super. Ihr Helden. Kann ich ins Wasser? Oh, du kannst runter ins Wasser, das ist kein Problem. Ah. Oh, oh. Außer der Oger steht hinter dir, dann ist es tatsächlich ein Problem. Ich metzel mal das Kleinvieh hier weg, ne? Ja, wäre auch geil, wenn einer auf den Oger geht. Oh! Ach so. Aktuell geht er auf mich. Ja, und es muss hier einer auch um den kleinen Mist hier kümmern, ne? Nimm das und das und wenn ich das down, und einer ist down. Der ist gehuckt, der ist gehuckt, gehuckt. Fuck, komm. Der kleine Mann hat schon rein hier. Der die... Alter, was ist denn hier los? Der klettert irgendwie gerade die Wand hoch. Richtig strange. Ich bin fast down. Kann hier unten nicht kämpfen. Kacke, wer ist denn da down? Ach, ich bin down, deswegen. Das erklärt einiges. Ich hab dich. Danke. Okay. Der hängt in der Luft fest, der Oger. Geil. Schon rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Ja. Fetter Bug. Ich hatte schon mal einen Bug hier mit dem Oger. Da sind wir hier angekommen. Und der Oger war oben auf dieser Holzbrücke da oben. Siehst du die? Ja. Nee. Und der hat sich da nicht wegbewegt. Der stand da einfach. Und dann haben wir ihn auch von der Ferne aus einfach die ganze Zeit mit unseren Fernkampfwaffen bearbeitet, bis er tot war. Ja, manchmal kann so ein Bug auch nützlich sein, ne? Ja. Kacke, Alter. McGrath, du bist fast tot, ne? Trink dir mal einen Heiltrank. Na gut. Und hier gibt's so einen Seitengang. Vielleicht möchte ich halt tot sein. der Markus rennt wieder vor. Ständig werde ich bevormundet, nur weil ich ein Zwerg bin. Gibt's so einen Seitengang, hier gibt's Loot. Komm mal mit. Und Assassin, fuck. Hat ihr hier bei mir? Okay. Oh, Assassine! Assassine! Ich glaube, er lebt noch. Oh, und ein Hooker. Ein Hooker. Erledigt. Alles im Griff. Alles im Griff. Kümmert euch nicht um den Zwerg. Alles im Griff. Ja, okay. Okay, hier ist teilweise Loot. Ja, die Muni hat sich jetzt der Markus geholt. Sehr gut. Aber ich habe noch ein bisschen. Der bleibt sogar bei uns, ne? Faszinierend. Ja, ja. Okay, sorry. Wer hat denn noch... Weil er es kann. Worauf bezieht sich denn das jetzt? Achso, weil Markus wahrscheinlich wieder irgendwelchen Shit gemacht hat, das Spieler oder so. Exe, worauf bezieht sich denn das? Sorry, ich hab das schon vergessen. okay, du bist geheilt, McGrath. Gut, ich hab ein bisschen Heilung, wenn was ist, sag Bescheid. Hier hinten gibt's auch Heilung, warte mal. Ich hab keine mehr in Reserve, ansonsten sieht's ganz gut aus. Hier ist Muni, immerhin schon mal. Au! Mistvieh. Oben ist auch gerne mal Heilung, wenn du hochgehst, da gibt's auch so einen kleinen Seitengang. Wo? Was? Wo bist du? Bist du nicht bei uns? Hier, genau, da oben. Hier rechts ist ein Seitengang. Hier hast du auch gerne mal. Ist immerhin ein Support-Trank. Kannst du ihn mal nehmen, wenn du magst. Oh, why not? Stärketrank macht grundsätzlich meine Anzahl, meine Angriffe stärker, ne? Genau, egal was du für eine Waffe nimmst. Oh, Assassine. Hab schon. Alles gut.
Egal, ob du Nah- oder Fernkampfangriff machst, der macht grundlegend deine Angriffsverstärker, ja. Oh, ne? Was ist denn das schon wieder für ein Idiot, Alter, dieser T-Spieler? Au! Ach, jetzt läuft er doch vor. Die ja, Teufel an die Wand gemalt. Und er ist, oh, natürlich ja. Hilfe. Wen überrascht das, ey? Ich wette, er sitzt gerade vor dem Rechner und regt sich auf, dass wir ihm nicht schnell genug folgen. Ja, ich kann mir das bildlich vorstellen, ja. Ah, die Bots können sich teleporten. Krass, Ui. Alter. Dessen sind die so OP. Okay. Dessen sind die auch mal so schnell bei dir, wenn du Hilfe brauchst. Hörst du das? Dieses Flackern? Nee. Ich höre das. Da, wo der Ogre rumgebackt hat, da höre ich die ganze Zeit so ein Rütteln. Ach so, nee, höre ich nicht. Weil bei mir ist der Spielsound komischerweise so leise. Ach so. Stimmt ja. Ach du Kacke, Alter. Richtig viele Gegner, aber nichts Schlimmes. Soldat, Vorsicht. Autsch, fuck, ich bin fast down, ich will meine Heilung noch nicht benutzen. Ah, da oben gibt's aber gerne mal Heilung. Das kriegen wir hin. Wir müssen Sienna mal heilen. Die braucht dringend was. Ich hoffe, dieser Markus rennt jetzt nicht wieder vor. So. Läuft doch ganz gut im Moment. Ja, also da abgesehen davon, dass wir irgendwie die ganze Zeit hier ist Heilung. Warte mal, ich heile mal damit Sienna, bevor die down geht. Hooker. Kacke, Alter. Also, ist egal, wenn ich einen Headshot mache. Komm schon. So, ich hol mal Sienna. Lästiges kleines Gesindel, so. Ja, bleib mal stehen. Okay, so, Sienna geht's auch wieder gut. Und jetzt halten wir die Augen noch Heilung offen. Wir brauchen dringend wieder was, wir sind total leer. Der T-Spieler rennt die ganze Zeit bloß unnötig vor. Hier ist Heilung, komm mal her zu mir. Yeah. Ist alles voll. Und ist das dann nicht in der Nähe? Vorsicht. Oh, darum. Oh, so ein Idiot. Der hat noch halb volle Leben gehabt. Das Ding halte ich auf 90% hoch, egal wie viele Leben du hast. Ja, das ist einfach. Das ist eben das genau dieses Problem. Das benutzt du kurz, bevor du tot bist. Oh, ich hasse es. Genau deswegen kannst du das Spiel nicht mit Online-Spielern spielen. Ja. Die verschwenden die Ressourcen und die rennen die ganze Zeit alleine nach vorne. Das ist auch gerne mal was fürs Muni. Brauche ich zwar nicht wirklich, aber who cares? Ah, du brauchst ja auch schon. Ich dachte, du wärst vorher mal. Oh. So, Todesräder heißen die. Das sind die Kriegsmaschinerie von den Feinden. Ah, ja, genau. Ein guter Name: Todesräder. Jeder sollte ein Todesrad haben. Wenn jetzt letzter Bot, den wir haben, ich bin runtergefallen, sorry. Komm mit runter am besten. Jo. Der letzte Bot, den wir haben, jetzt auch noch durch den Kackboon ersetzt wird, dann haben wir das Ding verloren. Momentan geht's ja noch halbwegs. Bleib mal hier, wir müssen hier ein Fass herbringen und die Dinger in die Luft springen. Genau. Ne? Genau. Ah. Vorsicht, Gegnerhorden. Ritter. Oh, was ist das für ein Soldat? Der hat irgendwie, der sieht ganz anders aus. Der hat so einen weißen Pelz, der ist nicht so rot. Okay. Ich glaube, der ist stärker als die anderen. Ich sehe nur Blut, deswegen keine Ahnung. Er ist schon tot, glaube ich. So viel zum Thema, er ist stärker als die anderen. Also ich höre schnell mal so eine Kiste, so ein Fass. Lass mal die Augen nach Dings offen halten. Du brauchst heilig mal, du bist schon wieder fast tot, ne? Oh, tatsächlich, danke. Ja. Thanks for the Hinweis. Gerne doch. Dafür sind die Anzeigen ja da. Okay, Fass sitzt. Und da kommen wir direkt wieder Gegner. Dann Fass. Okay, bleib bei mir, hier gibt's Heilung teilweise. Also ich such mal Heilung für dich. Versuch noch das Fass dahin zu bringen. Ach, Kacke, ach so. Oh Gott, jetzt rennst du alleine irgendwo lang. Scheiße. Ich hab ein Fass abgeliefert, ich bin voll der Held. Sehr gut, ich komm zu dir, so schnell ich kann. Oh, brauchen wir nur eins machen und dann abhauen. Ja, super. Genau das passiert gerne. Markus wieder? Ja. Hab ihm den Arsch gerettet. Alles gut. Alles gut, ja. Okay, so ein Fass noch. Oh, Gunner! Tja, mit der Armbrust kann man halt nur schießen, wenn man Munition hat, ne? Aber so. Der Bogen ist so schwach. Ich weiß nicht, wie viele Headshots ich dem jetzt schon gegeben habe. Ich hätte gerne mal einen anständigen Bogen. Ein Hooker hinter dir! Nein! Sehr gut. Okay. Ich weiß. Ah, shit, da hinten rennt er mit dem Fass lang. Komm schnell zu ihm. Der Spieler rennt ja ganz alleine rum. Den Fass. Da sind die Gegner gerade alle. Bin unterwegs. Oh. War einer in der Waldelfe erschlagen. So. Okay, ich glaube, er hat es fast verkackt.
Ich glaube, ja. Das Fass ist kaputt gegangen. Naja, beim nächsten Mal. Was ich im Spiel aber lassen muss, ist, dass es an sich eine Ingame-Chat geht, der instant geht. Also auch wenn du mit Online-Spielern zusammenspielst, wenn der jetzt von der Qualität nicht so schlecht wäre, du kannst mit jedem Spieler in deiner Session automatisch reden, nur weil du mit denen in der Session bist. Das finde ich ganz gut. Das heißt, du kannst dadurch relativ leicht, auch theoretisch zumindest, relativ leichte Kontakte machen mit neuen Leuten, die du kennenlernen könntest dadurch. Und dann vielleicht auch einen Spieler zu finden, mit dem du dann regelmäßig spielen kannst. Klar. Ich meine, wirst du vielleicht mal eine internationale Gruppe reingeworfen, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger, ne? Aber ja, mit der Sprache oder so, klar, okay. Aber so prinzipiell finde ich, ist es von der guten Idee ganz gut eigentlich. Das stimmt natürlich. Also, ich meine, heutzutage ist ja generell Internet, Englisch sprechen zu können, eine Voraussetzung, um im Internet irgendwas zu machen. Macht das Sinn. Sonst hast du halt keine Chance. Ich glaube, wir müssen abhauen. Wir haben es geschafft quasi. Ja. Wir müssen zum. Na, komm mit. Wir müssen zu dem Gameflow anfangen. Na, also. Da, wo dieses große, komische Dings in der Mitte war, da müssen wir hin. Von vorher. Oh, Kack, Alter. Oh, sehr gut. Ah ja, wir haben jetzt einen anderen Spieler, der spielt einen Sexjäger. Pack ihn. Mal gucken, wie es läuft. Sehr schön. Der ist schon fast durch. So, hier lang. Hier, wo ich bin. Hier ging es, glaube ich, raus dann. Ja, jetzt ist das Tor hier offen. Jetzt können wir hier abhauen. Du Fuchs. Ich finde, wir sollten dieses komische, riesige, seltsam aussehende Ding auch irgendwie kaputt machen. Das sieht echt bedrohlich aus. Als wenn die dann die Schilde produzieren oder so. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Lass mal kurz T-Spieler alleine lassen und auf den anderen warten. Ja, der braucht gleich Hilfe, da kommt ein Hooker. Ah, gut, dass wir gewartet haben. Ansonsten wäre das natürlich down. Okay, komm weiter. Schon wieder ein Soldat, meine Fresse. Ja, Kanonenfutter. Oh, das wird noch interessant zum Ende. Oh, die Map wird noch schwer. Oh ja. Zeitlich sollten wir das schaffen, dass wir dann kurz vor Dings durch sind. Entweder verkackt haben oder durch sind, je nachdem. Ja, siehst du mal. Hauptsache fertig. Nö, ist ganz cool. Jetzt hier ist es ganz. Ich mag den Level auch irgendwie, weil es mal was anderes, mal ein bisschen Natur raus aus der Stadt. Ja, das stimmt. Finde ich auch ganz gut. Ich finde auch generell, das Level-Design ist echt, echt durchdacht. Also jedes Level ist halt irgendwie anders, finde ich. Du hast zwar, du hast immer irgendwie was mit, später kommt auch nochmal eins, wo du so eine Verteidigungsmission hast eher. So, und nicht die ganze Zeit dich irgendwo durchbewegst, sondern halt so einen Brunnen verteidigen musst, weil die halt das Wasser vergiften wollen, die Ratten. Nein. Und also ich finde, dass die Ideen auch sind gut. Also du hast immer Abwechslung. Du musst halt da musst du mal irgendwie ein paar Mehlsäcke irgendwo hinbringen, dann hast du später mal ein Fass, was halt explodieren kann, dadurch Nachteil hat Giftwerfer. Und das Level-Design ist halt auch immer sehr abwechslungsreich, das finde ich halt einfach gut. Das ist sehr durchdacht. Ein bisschen Heilung würde mir jetzt ja gut tun, ne? Ja, achso, ja, komm mal her, ich habe Heilung, wenn du magst. Bleib mal stehen. Yeah, give it to me. Ja, wir müssen trotzdem was finden, weil wir sind echt nackig, ne? Wir haben gar nichts dabei jetzt. Die Handbewegung sah sehr interessant aus eben. Vermins, Storm Vermins, und zwar nicht weniger. Komm mal zu mir hier, zwar dringend. Ja, bin da. Oh shit, genau, Alter. Genau sowas meine ich. Das hast du auf den höheren Schwierigkeitsgraden noch viel öfter, dass sowas kommt. Oh shit. Du hältst sie ganz gut ab. So, ich versuche mal den Typen hochzuholen. Aber du bist fast tot, ne? Ja, ich habe aber den Stärketrank noch geholt und ich. Bis zum letzten Atemzug verteidige ich die Linie! Guter Mann. Guter Mann. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Haha! Who's your daddy? Vorne? Oh shit, mich hat's erwischt. Naja, lang durchgehalten. Aber trotzdem, du hast echt super verteidigt vorne. Also ich habe die ganze Zeit dann die gekillt, die durchgebrochen sind und den Typen hochgeholt und währenddessen hast du vorne die Linie gehalten und die davon abgehalten, uns zu überrennen. Das hast du super gemacht, wirklich. War mir ein Vergnügen. Du hast die ganze Situation richtig gerettet. Ohne Scheiß. Lass mal nochmal da hinten hingehen, wo die herkam. Vielleicht ist da irgendwie Loot. Ah, das muss ich mir dick im Kalender markieren. Ein Lob von Robli. Ja, alles war wirklich sehr souverän. Sehr souverän. Hast genau das gemacht, wofür du da bist. Nee, hier geht's weiter. Egal. Und da rennen wieder die anderen zwei mal noch lange. Gut. Guck mal, ist ein Schweinchen. Guck mal, ist das kleine Schweinchen. Ein kleines Schweinchen. Du ein liebes kleines Schweinchen. Ich wusste es. Das war klar, ne? Ja, man muss da wieder mit dem Schwert reinhauen in die arme Penner. Sau. Im Wasser ja, ist es ein COD-Spieler. Ohne COD-Spieler beleidigen zu wollen. Sorry.
Ich finde, es gibt zwei Arten von Gamer. Es gibt Leute, die so. Oh, es gibt drei Arten. Es gibt so Leute, die so sowas wie FIFA spielen. Dann gibt es Leute, die sowas wie COD spielen. Und dann gibt es alle anderen. So. Und COD-Spieler sind einfach die schlimmsten von allen. Weil die sind ungeduldig, die rennen immer vor, die sind aggressiv, die machen alles im Alleingang, halten sich für die Coolsten und regen sich immer über andere auf. Gift, Gift. So der klassische COD-Spieler. Ja, das ist zumindest. Bedient das Klischee, da gebe ich dir recht. Ja. Und davon habe ich echt viele getroffen schon. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass alle so sind. Definitiv nicht, ich spiele auch manchmal COD. Ja, aber du hast schon prinzipiell recht, klar. Das sind halt unterschiedliche Spieltypen, ne? Also. Ja. Lass einmal weiterrennen, ein bisschen begrennt er uns nicht hinterher. Ja, Kacke. Diese Giftspucker, ey, geh mir halt auf die Nerven. Zwerg am Boden, ich versuch, Zwerg was am zu Boden. Machen, Medic! Medic! Kacke, ist ein Stormwellen direkt vor mir. Kacke, ich bin vergiftet. Ah. Danke, Victor. Ah, fuck, Alter. Kacke, Mann. Der T-Spieler ist auch down. Ich hab du mal den Typen, ich hol. Ah, okay, macht er schon, sehr gut. Der Typ ist gut. Ach, das ist der Bot. Ah, okay. Ja, er ist erklärt einiges, ne? Ein anderer Spieler, ja. Ich nehme mal, ist ein anderer Spieler. Haben wir eine Bombe? Wir brauchen wieder Heilung, ne? Wir sind alle richtig am Arsch. Joa. Hauptsache, wäre ein guter Zeitpunkt vor. Für Heilung. Ja. Oh, Kacke, was ist denn das? Achso, das ist ein Soldat. Ah, Kacke, natürlich trifft er mich genau, wo mein Deckung mal im Moment unten ist. Scheiße, Mann, ich suche mal eine Heilung kurz. Hier ist, glaube ich, mal schauen, was in der Nähe. Kacke, sieht nicht so aus. Ich dachte nur, die Stadt wäre verseucht und jetzt lungert das Pack auch noch hier rum, ne? Ja, wo müssen die herkommen, ne? Scheiße, mit zwei Ritter. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Kacke, ich vergesse das immer. Kacke, ich bin fast down. Oh, ich Kacke, bin auch down. Down von uns, ich hole dich. Kurze Zeit unaufmerksam und schon liegt der Zwerg am Boden. Wenn du das nächste Mal runtergehst, glaube ich, maximal noch einmal, dann bist du gefangen. Oh. Ja. Und ich bin auch fast tot, wir sind alle richtig weh. Wir lagen alle auf dem letzten Loch, ey. Das ist ein bisschen ist noch. Kacke, ich bin down. Der Bot holt mich direkt hoch, Alter. Ich glaube, der holt ja noch schneller hoch als normaler Spieler. So, komm. Wir schaffen das. Ja, ne, weil der tritt an einen ran und zack steht man, ne? Naja, der ist sofort da und holt dann direkt wieder hoch, ey. Das geht viel, viel schneller als bei jedem anderen. Jeder andere kommt erstmal hin, okay. Es gibt echt keinen, der so schnell einen hochkriegt wie er, ja. Ja, das stimmt. Ich brauche Pfeile, Alter. Ich habe keine Pfeile mehr, ich habe nur noch eine Bombe und sonst gar nichts. Und wir sind total tot. Ich habe auch rechts lang. Gefühlt seit einer Stunde keine Pfeile mehr für die Armbrust, ja. Komm mit hier rechts, gut, teilweise Loot. Hier ist so ein Marktwagen, der kaputt ist, da hast du manchmal irgendwie Heiltränke oder sowas. Ja. Oh. Zumindest Muni. Die weltberühmte Gottfurter Straße. Und Trank der Geschwindigkeit? Wo war denn Trank der Geschwindigkeit? Oh, wo ist denn Trank der Geschwindigkeit? Ja, schon mal viel Wert für mich. Okay. Oh, ein totes Schwein. So, da vorne ist jetzt noch das letzte Stück, aber die Mission beendet. Oder halt auch nicht. Je nachdem. Und da gibt's auch Loot. Da kriegen wir vielleicht auch mal einen Trank und sowas. Dann bleiben wir zusammen wegen dem Assassin. Ich wette, der T-Spieler stopft sich da gerade mit Loot ohne Hooker. Ja. Hammer, sehr gut. Okay. Wenn die Action gleich losgeht, dann scheiß auf T-Spieler und komm mit in den Keller runter, den ich dir gleich zeige, okay? Wo bist du? Das. Oder? Da bist du. Ja, hier ist auch nicht schlecht. Hier ist auch ganz gut. Wo er ist, hier ist auch gut. Oben im Obergeschoss kann man sich auch gut verteidigen. Okay, such erstmal alles ab. Hier ist Loot. Und sobald wir uns halbwegs voll gestopft haben mit Loot und sowas, dann ringen wir die Glocke, dass wir abgeholt werden und dann gucken wir mal eine richtig fette Angriffswelle. Okidoki. Wo siehst du Loot? Ich sehe keinen Loot. Nirgendwo. Aber im Normalfall einfach ein bisschen umgucken. Hier sind tolle Sachen. Oh. Das ist nochmal ein Keller. Assassine? Kacke. Da schleicht ein Assassine. Oh, Achtung. Genau da. Und ein Raid Gunner. Vorsicht. Oh, bin am Boden. Bei mir, ich bin down. Kacke, ich bin auch down. Weil wir uns aufgeteilt haben, ich bin schuld. Tut mir leid, ich bin vorgerannt, das ist meiner Schuld. Ja. Der Bot schafft es vielleicht noch was zu reißen, aber ansonsten ist es durch. Ich bin auf jeden Fall raus, glaube ich. Ja, wird eng.
Ich sehe weit und breit keinen Bot. Der steht direkt, der steht 5 Meter neben mir, der Bot. Ja, ja. Und er macht nichts. Er macht nichts. Nein, ernst? Und der Assassine hat ihn. Oh. Und jetzt wurden wir zum Ende nochmal vom Bot im Stich gelassen. Das musste auch nochmal passieren. Das ist echt bitter. Ah, oh Gott, ey. Das ist richtig bitter. Er macht Werbung für COD, kam gerade von Lieber. Ich habe die ganze Zeit schlecht über COD gesprochen, aber Hauptsache es kommt erstmal, er macht Werbung für COD. Genau. So, auch schlechte Publicity macht Werbung, ne? Ja, das stimmt.